Protestwoche der Bauern soll heute mit einer Demonstration in Berlin ihren Höhepunkt erreichen. So, auf geht's nach Berlin, jetzt zeigen wir's! Ey, ich hab was mitgebracht für die lange Fahrt zum Lesen. Guck mal, warte mal. Musst du so ganz lange drauf gucken und dann siehst du da was. Guck mal, schneid mal die Augen zusammen, so ganz doll. Und dann kannst du da einen Elefanten erkennen, siehst du? Oh! Im Zusammenhang mit den Bauernprotesten ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Landwirte kochen in der Tat. Life in 20 seconds, everyone. Praktikum, ey. Das ist so scheiß langweilig, ey. Camera standby. Quiet on set. Hey, Kuckuck. Kennst du das hier? Guck mal. Hier, kennst du das hier? Hier Uhrzeit. Das hier? Life in 10 seconds. Oh. Auch nicht? Okay, was ist da? We are live in 5, 4, 3, 2, 1. Live from London, this is BBC News. This happened today, which is a BBC newsreader having a moment. That's literally every newscaster's worst nightmare. Of course, some people didn't find it funny, calling it unprofessional, and taking to Twitter, calling for the defunding of the BBC. The presenter's since issued an apology, saying she was messing around with her team behind the scenes, and that it was just a little joke between friends. Ja, wie es aussieht, haben wir da einen tollen Kompromiss gefunden. Herr Wieselski, schön. Vor allem am besten finde ich, dass es nicht auf Kosten der Fahrgäste ist. Das ist immer noch das oberste Gut, also vielen Dank. Na gut, dann ist ja alles klar. Ja, ist ja alles klar. Warum machen Sie mich nach? Machen Sie mich nach? Ich habe einen Schnurrbart. Das gibt's ja nicht. Das ist unerhört. Herr Wieselski, ein kleiner Spaß hier aus der Erleichterung heraus. Das reicht. Herr Wieselski, es wird gestreikt. Da hat sie nicht mehr alle. Er hat doch eine kurze Zündschnur, ey. Streik bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat sich erneut entschlossen, in den Streik einzutreten. Damit droht der bisher längste Ausstand in der Geschichte der Deutschen Bahn. Wer die Menschen in diesem Lande veralbert, der ist beratungsresistent. Seit heute Morgen geht nichts mehr. Außer dummen Sprüchen. Keine Ideen. Ich glaube eher, dass der Herr Wieselski sich nicht einigen möchte. Es geht ihm eher um was Persönliches, glaube ich. Eigentlich bin ich stinksauer auf den Wieselski. Airlines flight. A window on the plane popped off mid-flight. Ein riesiges Loch klafft plötzlich in der Wand der Maschine, die sich gerade in 5000 Metern Höhe befindet. Inzwischen wurden schon bei 10 Flugzeugen lose Teile gefunden. So, now what? Kill some time or what do we do? Yeah. Hey. Do you know Schattentheater? No, what's that? I can show you. Just hold the torch, right this direction, and now let me show you what I can do. Okay, what is this? This is a bird. Yeah. You like? Rawr, rawr. It's a dog, right? Oh, wow. This is the rabbit. Look. La, 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 la. This is the swan. Okay, I can do one more. This is a really big one. Really big. Riesiger Schatten löst Alien-Panik in Miami aus. Aliens invading Miami are going viral on social media. This is surreal, folks. Biggest fucking shadow I think I've ever seen in my life. Rund 60 Streifenwagen rücken aus, weil Außerirdische zugeschlagen haben. Aliens, they're taking over. The real question is, are they friendly? Who knows, man? Stimmung sieht richtig gut aus, währenddessen wir hier nochmal die Isländer einlaufen sehen. Entschuldigung, kann ich hier mal in? Wir hören die Hymnen und beginnen mit Island. Oh, ist die falsche Nummer. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So,
ist ja auch schon fertig. Hallensprecher entschuldigt sich an dieser Stelle nochmal. Köln spielt tatsächlich die falsche Hymne. Das ist natürlich extrem unglücklich an dieser Stelle. Ratlose Gesichter bei der isländischen Mannschaft, denn das hier ist nicht ihre Nationalhymne. Ein technischer Fehler lässt sie verzerrt abspielen. Hey, Mensch, was wollt ihr denn da, Sport? Gymnastik oder was? Bei der Kälte? Ihr habt doch gar nichts an. Ich schließe euch hier einen Raum auf. Wisst ihr, das ist auch nicht irgendein Raum. In dem Raum wurde sogar schon mal Donald Trump verhört. Hä? Ja, kommt mal rein hier. America, a graphic sex tape was filmed in a historic Senate hearing room. Sexskandal im US-Senat. How did you get in there? I don't know. What is wrong with these people? This is a bizarre way to end what has been a bizarre year in Congress. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.